Als vorerst letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt der Umweltsprecher der NEOS, Michael Pock. Werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, ich möchte eingangs gleich festhalten, ja, wir werden dem Umweltinformationsgesetz dieser Novelle zustimmen. Wir halten es für den richtigen Schritt. Die Prozesse werden rascher. Die Information soll auch online basierend der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Das alles sind richtige und sinnvolle Schritte. Ich möchte auch kurz auf meine Vorrednerin eingehen, Frau Abgeordnete Brunner von den Grünen, die sagt, dass weit mehr notwendig ist und sich hier auf die AAUS-Konvention bezieht. Ja, sehe ich genauso. Wir hatten allerdings auch ein Expertinnen-Hearing, wo ja vorgeschlagen wurde, dass man Schritt für Schritt vorgeht. Aber, und das ist auch mein Kritikpunkt an die Regierungsfraktionen und an den Bundesminister, es wurde immer auch von einer Kooperation gesprochen. Man ist immer davon ausgegangen, dass man sagt, auch im Ausschuss oder mit den Oppositionsparteien gibt es zumindest einzelne Feedbackrunden, wo man die Ideen einholt, wie wir am besten zu dieser vollständigen Umsetzung der AAUS-Konvention kommen. Das passiert nicht. Sie stimmen jedes Mal im Umweltausschuss gegen den Antrag der Grünen, den wir als NEOS unterstützen, geben aber gleichzeitig keine Rückmeldung, welche die nächsten Schritte sind. Und das geht deutlich weiter. Das geht deutlich weiter, und nämlich auch im Bereich der Bürgerbeteiligung. Wir haben zuletzt gehabt, Herr Bundesminister kennt die Bürgerinitiative, wo es um den Hexachlorbenzol-Skandal ging im Görschitztal in Kärnten, wo die Bürgerinitiative von Tür zu Tür gegangen ist und Unterschriften gesammelt hat, um Vorschläge, die die Bundeskompetenz und nicht die Landeskompetenz betreffen, dem Umweltausschuss zu unterbreiten, wie man in Zukunft mit solchen Umweltskandalen umgeht. Schwerpunkte waren, dass man zentralisiert auf der einen Seite bei der Verarbeitung von Problemstoffen, auf der anderen Seite auch rascher Information und Hilfe bekommt, weil diejenigen Personen, die diese Bürgerinitiative unterschrieben haben, die haben echte Sorge um ihre Kinder im Görschitztal. Das war jetzt nichts Übertriebenes, das war jetzt nicht einfach mal kurz Klamauk im Petitionsausschuss, sondern das waren ernsthafte Sorgen, die man weggewischt hat, die man nicht behandelt hat, die man nicht einmal in den Umweltausschuss weitergeleitet hat. Und genau hier setze ich an, wir sollten diese Anliegen, die wir kennen, und Sie waren ja auch im Görschitztal, soviel ich weiß, Herr Bundesminister, hier sollten wir auch Rückkopplung geben an die Bevölkerung vor Ort. Wir könnten zum Beispiel durchaus das Feedback geben, dass dieses Umweltinformationsgesetz genau deswegen jetzt Sinn macht, weil wir aus dem HCB-Skandal gelernt haben, was die Wahrheit ist, was aber in keiner Rede bisher vorgekommen ist. Und in diesem Sinne wünsche ich mir deutlich raschere Reaktionen in Zukunft und noch deutlich mehr Transparenz als bisher in der Umweltpolitik. Dankeschön. Sagt Michael Pock, der Umweltsprecher der NEOS.